Der Iran will auch ohne die USA am Atomabkommen festhalten. Das sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Mittwoch bei einem Besuch in Wien. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sagte Rouhani, soweit es für den Iran möglich sei, werde man bei dem Abkommen bleiben, unter der Voraussetzung, dass das Land davon profitieren könne. Der Ausstieg der USA aus dem Abkommen verstößt nach den Worten Rouhanis gegen internationale Regelungen und Beschlüsse der Vereinten Nationen. Niemand, auch nicht die USA, würden von dieser Entscheidung profitieren. Die USA haben die 2015 geschlossene Vereinbarung mit dem Iran im Mai einseitig aufgekündigt. Die anderen Unterzeichnerstaaten halten dagegen am Abkommen fest. Bei seinem Besuch trifft Rouhani auch den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und den Chef der Atomenergiebehörde IAEA, die in Wien ansässig ist.